Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Willkommen bei Kapitel 3.7, unbegrenzte Flächen. Wir haben hier mal ein Beispiel gezeichnet, und zwar den Graph der Funktion f von x gleich 2 durch x². Ja, hier die schwarze Kurve, okay. So, und Sie haben da schon eine blaue Fläche da unten gemacht. Was ist das Besondere an der hier? Ja gut, diese Fläche ist nach links bei 1 begrenzt, sozusagen ist die linke Grenze dieser Fläche. Und nach rechts gibt es keine Begrenzung, geht sozusagen unendlich weit nach rechts. Und ich vermute jetzt einfach mal, die Funktion nähert sich zwar ja immer mehr der x-Achse, aber sie berührt die x-Achse ja nie. Insofern würde ich mal sagen, da kommt immer was dazu. Naja, die blaue Fläche, die wird unendlich groß, ganz einfach. Das ist eine unbegrenzte Fläche. Ach so, ja, die Fläche ist zwar unbegrenzt, das stimmt schon, aber die muss nicht unbedingt unendlich groß sein. Denken das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, ja, ich habe mal was vorbereitet für Sie. Und zwar, hier mal ein Beispiel. Ich habe hier was. Und zwar habe ich hier 0,9. Ja. Plus 0,09, plus 0,009, plus 0,0009, plus, wie heißt wohl der nächste Summand wahrscheinlich? Ich schätze mal 0,00009. Ja, genau, 4,0. Also geht immer so weiter. Es kommt immer was dazu. Immer kleiner was dazu, aber es kommt immer was dazu. Dann sollte man eigentlich meinen, das wird irgendwann unendlich groß. Es dauert lange, aber es wird unendlich groß. Aber wird es aber nicht. Gucken Sie mal. Das kommt raus. Okay, 0,9999. Gut, mit jedem weiteren Summanden würde zwar eine 9 mit dazukommen. Ah, ich verstehe es, wir erreichen aber nie die 1. Nee, nie. Das heißt, die Fläche wächst zwar ewig weiter, wird aber nie diesen Grenzwert 1 erreichen. Richtig. Und das gibt jetzt Fälle, wo es immer größer wird, immer größer wird, immer größer wird, aber es ist trotzdem nicht unendlich. Es strebt sozusagen gegen einen Wert, hier gegen die 1, erreicht diesen aber nie. Okay, das bedeutet also, es könnte auch sein, dass hier unsere Fläche zwar immer größer wird, aber im Prinzip gegen einen festen Wert strebt. Richtig. Und das müssen wir jetzt rausfinden, ob das so ist oder nicht. Gut, das heißt, ich würde mal sagen, wir bringen dieses Problem, was wir hier haben mit so einer unbegrenzten Fläche, doch mal zurück auf eine Fläche, die begrenzt ist, weil das können wir ja schon. Und zwar so. Aus unserer unbegrenzten Fläche wurde jetzt eine begrenzte, die linke Grenze ist weiterhin 1, die rechte Grenze ist jetzt z, irgendein beliebiger Wert. Wir machen das Integral von 1 bis z, von 2 durch x². Und wie das funktioniert, das wisst ihr schon. Also, bildet mal die Stammfunktion, setzt die beiden Grenzen ein, mal so weit ihr kommt. Und dann sehen wir uns wieder in 3, 2, 1. Gut, schauen wir uns kurz die Lösung zusammen an. Wir haben zunächst mal den Bruch hier umgeschrieben und haben das x nach oben geholt mit negativem Exponenten. Die Stammfunktion gebildet. Dann möchten wir die beiden Grenzen einsetzen. Da ist wichtig dran zu denken, hier ist jetzt diese Schreibweise mit dem negativen Exponenten blöd. Deswegen haben wir es in einen Bruch zurückverwandelt und die Grenzen eingesetzt. Und so kommen wir auf minus 2 durch z plus 2. So, was ist jetzt das Besondere an dem diesmal berechneten Integral? Ja, dieses Mal haben wir hier so eine Variable drin. Wir haben z drin. Das heißt, wenn z zum Beispiel 3 wäre, also wenn es hier wäre, wenn es hier gehen würde, genau, dann hätten wir minus 2 Drittel plus 2. Also das wäre dann 4 Drittel wäre dann die Fläche. Jetzt unser z aber nicht 3. Unser z geht eigentlich immer weiter nach rechts. Könnte man für Z4 einsetzen, 5 einsetzen, 6 einsetzen. Okay, und wir könnten jeweils ausrechnen, wie groß die Fläche ist. Wir wollen ja aber wissen, wie es ist, wenn wir Z ins Unendliche gehen lassen. Na gut, dann können wir mal überlegen. In diesem Term minus 2 durch Z, da steckt der Z drin. Was passiert hier, wenn Z gegen unendlich ist? Dann wird der Nenner unendlich groß. Gut, 2 durch eine unendlich große Zahl, na das ist nahezu 0, das wird 0. Das ist nahezu 0 und das Minuszeichen ist aber egal, minus nahezu 0. Also das strebt gegen 0 für Z gegen unendlich. Okay, das ist klar. So, was passiert denn dann aber mit dem Gesamten hier für z gegen unendlich? Da steht dann 0 plus 2 im Endeffekt da, oder nahezu 0, es strebt hier nur gegen 0, also das strebt gegen 2. Wird aber 2 nie erreichen, das ist das Wichtige. Wir erinnern uns wie in diesem Beispiel vorne dran, mit diesem 9, die 1 nie erreicht, aber nahe dran ist. Okay. Das heißt, wir können sozusagen diese unbegrenzte Fläche wird beliebig nahe an den Flächeninhalt 2 rankommen, aber ihn nie ganz erreichen. Richtig. Gut, schauen wir uns noch ein zweites Beispiel dazu an. So, wir haben genau dasselbe Beispiel wie drüben, also genau dieselbe Funktion und genau denselben Funktionsgraphen. Diesmal haben wir auch wieder eine unbegrenzte Fläche, aber diesmal eine nach links unbegrenzte Fläche. Ah, ich sehe schon, wir haben jetzt rechts eine feste Grenze bei 3 und links haben wir dieses z, das variabel ist. Dieses Mal lassen wir das aber nicht nach rechts gehen, weil drüben ging ja sozusagen unser z nach rechts. Nee, diesmal lassen wir es nach links gehen. Okay. So. Und ja,
Jetzt unten haben wir das Z jetzt auch mal eingesetzt als untere Grenze. Ah, es ist die linke Grenze sozusagen, genau, die untere Grenze vom Integral, weil es jetzt immer rechts davon steht, gut. Richtig, die rechte Grenze, also die obere Grenze, die ist wieder fest, 3. Mhm. Und das könnt ihr eigentlich wieder berechnen, dieses Integral. Und die Lösung von diesem Integral gibt es in 3, 2, 1. So, das sollte kein Problem gewesen sein, das ist dieselbe Stammfunktion. Wir haben die beiden neuen Grenzen eingesetzt und haben jetzt sozusagen diesen Term hier. Okay, wir können jetzt ja genauso wie drüben wieder beliebige Zs einsetzen. Wir nehmen für Z1, wir nehmen für Z0,5 und könnten jeweils einen festen Flächeninhalt ausrechnen. Jetzt geht es aber immer noch um unbegrenzte Flächen. Die ist doch jetzt nicht mehr unbegrenzt. Es ist doch hier eine Grenze. 0 könnte doch eine Grenze sein. Na gut, diese Fläche ist jetzt nicht nach links unbegrenzt. Mit Z gleich 0 ist es eine klare Grenze. Aber nach oben ist sie unbegrenzt. Ah, stimmt. Hier oben ist sozusagen offen und die Funktion erreicht ja auch nie den Wert 0. Richtig. Gut, aber zumindest dieses komische geht gegen können wir uns ersparen, weil wir können jetzt einfach die Grenze 0 in die Funktion einsetzen, oder? Leider auch nicht, weil wir sehen, das Z steht unten im Nenner, 2 durch Z. Aha. Und wir wissen schon, dass wir durch eine 0 nicht teilen dürfen. Eine 0 darf nie im Nenner stehen. Gut, das heißt, wir müssen uns wieder überlegen, was passiert denn, wenn wir Z gegen 0 gehen lassen? Das machen wir erstmal nur für diesen Teil. Was passiert mit 2 durch Z für Z gegen 0? Und dann kommen da unendlich große Werte raus. Können wir uns überlegen, wenn Z zum Beispiel 0,1 ist, dann haben wir 2 durch 0,1, das ist schon 20. Wenn Z noch kleiner ist, dann wächst dieser Bruch immer größer, immer mehr. Okay, können wir aufschreiben, das geht gegen unendlich für Z gegen 0. Okay, jetzt überlegen wir, was passiert mit dem Ganzen. Naja, wenn das hier hinten unendlich groß wird und wir ziehen von einer unendlich großen Zahl 2/3 ab. Das ist unrelevant, das ist immer noch unendlich dann. Okay, das heißt, in dem Fall 0. Ist die unbegrenzte Fläche tatsächlich unendlich groß. Also ihr habt jetzt gesehen, bei den unbegrenzten Flächen, da gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Von zum Beispiel links, da ist eine unbegrenzte Fläche, die aber gegen einen festen Wert strebt, hier gegen 2, den aber, wichtig, nie erreicht. Bei unserem rechten Beispiel haben wir auch eine unbegrenzte Fläche, der im Flächeninhalt unendlich groß wird. Gut, schreiben wir uns dazu was auf. So, wir schreiben auf, Untersuchung von unbegrenzten Flächen. Wir machen da einen Zweischritt. Erstens, Berechnung des Integrals mit einer variablen Grenze z. Entweder die obere Grenze ist z oder die untere Grenze ist z. Das ist je nach Beispiel, das habt ihr jetzt gesehen in den zwei vorangegangenen Beispielen. Und zweitens, ihr untersucht dann das, was bei diesem Integral eben rauskommt. Entweder für z gegen plus minus unendlich oder für z gegen c, gerade eben war z0. C0 kann aber auch theoretisch irgendeine andere Konstante sein. Das sehen wir dann in weiteren Übungen. Da die aber alle relativ ähnlich wie das Einführungsbeispiel sind, das wir gerade gemacht haben, würde ich mal sagen, wir lassen es dabei bewenden. Schaut euch das nochmal an. Und dann macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao.